So, nachdem wir die Liga durch haben, fangen wir jetzt am Mewtwo. Mit dem Meisterball, den müssen wir uns erst holen. Und zwar fliegen wir jetzt nach Azuria City, dort befindet sich nämlich der Geheimdungeon. Den haben wir ja schon im Surferpart gesehen, glaube ich, da wo wir im Surfer getestet haben. Also gut, holen wir uns den einfach mal. Meisterball, Meisterball. Und hier unten sieht man jetzt Pokémon Liga, können wir uns auch gleich anschauen. Aber holen wir zuerst den Meisterball. Meisterball, 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 haben wir alles schön sortiert, so wie sie es gehört. Damit fangen wir Mewtwo. Pokémon Liga. Verbindung zur Pokémon Liga Website hergestellt. Du hast Zugriff auf die Datenbank der Ruhmeshalle. Pikachu Level 61. Glurak Level 58. Turtok Level 59. Pisaflor Level 57. Galaxo Level 58. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt in den Geheimdungeon, sind unsere Pokémon geheilt worden. Nein. Ist ja üblich für diese Edition, dass die Pokémon nach einem erfolgreichen Liga-Match gegen Blau nicht geheilt werden. Und ihr merkt, ich habe immer noch Erkältung. Ich habe immer noch Husten. Es ist eine Krankheit. Wortwörtlich. Okay, das ist das letzte Mal, dass du mich vollquatscht. Ist dir das klar? So, servus. Ich will dich nie wiedersehen. Und dein Gequatsche. Also hier ist die Azuria-Höhle, da müssen wir erst mal hin und dafür müssen wir surfen. Ich glaube, ich verwende mal das Fahrrad, damit es schneller geht. So, links 2, links 2, links 2, nein, 4, links! Ja, das ist der Mew-Trainer, den habe ich versehentlich mal ausgeschalten. Ach, diese wilden Pokémon. Ein Myrapla Level 12, oh mein Gott, ich habe solche Angst. Mein Pikachu wird draufgehen, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe. Tok surft erstmal. Und jetzt geht's nach Süden zur Azuria-Höhle. Jetzt sind wir wieder in Azuria City. Und was befindet sich in Azuria City? Richtig, die Azuria-Höhle. Oh mein Gott. Also die Azuria-Höhle sieht anders aus als in der roten und blauen Editionen. Es gibt auch andere Pokémon. Fällt mir gerade auf, ein Ultrigara gibt es in der roten und blauen gar nicht in der Azuria-Höhle. Nun gut, ich will aber auch ein bisschen kämpfen, ne? Nicht, dass es ein kampfloser Part wird. Oh nein, paralysiert, hilf, ich habe solche Angst. Hallo, Glurak, was ist los mit dir? Nein! Jetzt komm schon, Glurak! Glurak! Hallo! Ach, gut, sehr schön. Ultrigar müsste einen Todesstoß bedeuten, ja. Und Level, Erfahrungspunkte. Kein Level Up. Level Up kommt später. Erstmal surfen. Nochmal. Hier muss man auch Surfer benutzen und Stärke braucht man hier auch. In der, in den Remix, in Feuerrot und Blattgrün braucht man hier sogar noch einen Zertrümmerer zusätzlich noch. Ein Ditto Level 55. Ja, ob es ein Donner schafft, wage ich zu bezweifeln, aber schauen kostet ja nichts, ne? Hier ist down. Okay, ich habe mein Item. Es ist ein Top-Elixier. Oh Gott, ich kenne mich hier null aus, muss ich zugeben. Es ist schon sehr lange her, seitdem ich, letztens in der gelben, ja, da, seitdem ich zuletzt in der gelben Edition in der Azuria-Höhle war. So, lass mal relax ran. Hier gibt es viele Pflanzen-Pokémon und viele Pokémon, die auf der Route von Fuxane City nach Lavandia sind, fällt mir gerade auf. Ditto gibt's in dieser Route, Duflor, Ultrigare gibt's da sogar. Also, mal schauen, was es noch alles in dieser Höhle gibt. Todesstoß. Wäre eine geile Attacke. Relaxo, verwende Todesstoß. Die Attacke ist sehr effektiv. ja, surfen, surfen, surfen. Surfen ist immer gut. Zumindest in diesem Spiel. Okay. Den muss ich mir erstmal zurechtfinden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kenne mich hier null aus. Also, ich würde sagen, es ist hier blind, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass ich hier in diesem Let's Play was blind machen werde. Ein Golbat haben wir hier, Level 52. Ja, Pikachu wird es mit dem Donnerblitz erledigen. Hat ungefähr das Level wie das Golbat von Agathe.
Aber egal, Golbat ist in den Arsch gefickt worden von meinem Pikachu. Okay, was kommt jetzt? Es ist ein Rehorn. Ja gut, Rehorns kann man hier auch fangen. Kann man sogar zu Rizoros entwickeln. Demnach müssten hier auch Rizoros geben, würde ich behaupten. Ein Ruten. Die Rutenschlag 55er ist schwach, würde ich sagen. So, auf Wiedersehen, Rehorn. Bis denne. Okay, ist jetzt hier noch unten, ne? Oh, 4 Schritte und ein neues. Georock! Georock! Pisa Floor! Boom! What the fuck? Ja, stimmt, what the fuck hätte ich sagen sollen, wo er Explosion verwendet hat. Das wäre lustig gewesen. Ach, komm, schon wieder. Langsam langweilig die Pokémon, extrem. Und langsam kommt mir der Gedanke, ob ich fliehen soll. Aber nee. Fliehen ist langweilig. Soll ja schon auch ein bisschen dauern, das Let's Play, ne? Nicht einfach so beenden und nicht einfach so durchratschen. Ich will ja auch noch die Pokémon in dieser Höhle zeigen, ne? So, Megasauger, heilen wir unsere Misa Flor ein bisschen auf. Oh, oh, fast alle KP hat's wieder bekommen, sehr schön. Und jetzt geht's nach unten, nach rechts. Oh Gott. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele versteckte Items hier es gibt, die wir übersehen. Ein Golbat, ein Golbat, Level 57. Stärker ist es von Agathe. Also könnte man meinen, Agathe hat ihr Golbat hier in dieser Höhle gefangen. Ob es ja auch Alpollos gibt? Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass es hier auch Alpollos gibt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ne, Alpollos gibt es in Soul Silver, ne? Weiß gar nicht. So, hier ist noch ein Item, sehr schön. Obwohl die auch uns nichts mehr so viel bringen in diesem... in dem Ende des Spiels. Level 60er, der Zone, nicht schlecht. Ach, der Donner ging daneben, jetzt kommt Verwandler. Oder Wandler, in der zweiten heißt die Attacke Verwandler. Und wir haben einen Pikachu, ja komm, fangen wir einen Pikachu. Bodycheck. Hey Ditto, was soll das? Nicht sehr effektiv, ne? Sieht aber trotzdem eine Menge ab. Ich weiß die Spezialangriff von Ditto nicht. Und ich weiß noch nicht, ob die Statusveränderung, also die Werte von dem Pokémon kopiert werden, dass es in das es sich verwandelt. Und da gibt's so einen Trailer auf Smosh.com. Da haben Smosh Ditto und den Film das Sing kombiniert. So da lustig. Solltet ihr vielleicht mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Ach komm schon, Pikachu. Was ist los mit dir? Ja, Pikachu ist so dumm, dass er sich selbst verletzt. Scheiß Emo. Soll ich Pikachu umnennen in Emo? Nee, mach ich nicht. Ja, jetzt müssen wir einen Trank nehmen. Wir haben ja genug. So, Level 146 KP. Mann, was ist heute mit dir los? Ich quatsch zu viel. Das ist aber auch gar nicht so schlecht, wenn ich so viel quatsche in einem Let's Play, ne? Langweilt ihr euch nicht, ne? Ach komm, so knapp. Ja gut, Dunkelnebel war eine Verschwendung. Aber jetzt, Donnerblitz. Donnerblitz! Scheiße, wir hätten noch Dicta mitnehmen sollen. Sollen wir Dicta gleich mitnehmen? Dann müssen wir jetzt, so ein Umweg. Ja, ich glaube, ich nehme Dicta mit. Also verlassen wir die Höhle noch. Nee, was soll's? Gehe ich einfach weiter. Wir haben ja Zeit, ne? Und selbst wenn ich wieder rausgehen muss, dann. Ist es egal, wir haben genug Zeit. Es sind gerade mal 9 Minuten rum. Ich wette, der Part dauert eine Stunde oder so. Ja, das werden wir schon sehen. Vielleicht findet man sogar ein Fluchzeug, wenn wir Glück haben. Ich hoffe es. Ich bin mir aber eher unsicher. Ach, Ultrigaria. Pika!
Pika, ja, Pika, dein Pika hilft dir auch nicht mehr weiter. Das ist wohl dein Siegesschrei. Wir haben die Schlacht gewonnen! Und was hältst du davon, Pikachu? Pika! Ach Gott, Durak ist langsamer als Ultrigaria, weil es paralysiert ist. Das ist schlecht. Naja, wir haben eine Top-Genesung dabei und sogar einen Hyperheiler. Also nicht so tragisch. Was ich befürchte, ist leider, dass uns die AP ausgehen könnten. Und dass unsere Pokémon nicht mehr angreifen können. So, was haben wir hier? Ein Golbat. Gut, dass wir Pikachu draußen haben, wieder an erster Stelle. Und diese Donner! Ach komm, Pikachu, du bist echt scheiße. Ja, die ist nicht so effektiv. Flug gegen Elektro. Ach, Donnerblitz, One-Hit-Kill. Perfekter Ort für fürs Trainieren, falls ihr in der Gelben vielleicht noch weiterspielen wollt. So, jetzt sind wir hier, okay. Wo geht's hier lang, wenn wir surfen? Also ich habe keine Ahnung, ne? Ich spiele das jetzt blind, ne? Hier kommen wir zum Eingang, oder? Ne, schade, wäre zu schön gewesen. Ein Sonderbonbon. Gib mir gleich ein Pokémon. Hier gibt es ja keine Fleißpunkte. Also, ja. Wenn Pokémon EP erreicht, durch irgendeinen, weiß gar nicht, wie es mit den Fleißpunkten ist. Auf jeden Fall ist es bei den Sonderbomben so, dass die keine Fleißpunkte kriegen, aber in dieser Generation ist es noch, dass sie, also da gibt es noch keine Fleißpunkte in dieser Generation. Gibt es glaube ich erst seit der dritten oder zweiten, weiß gar nicht so genau. Weiß auch erst seit kurzem, seit es Fleißpunkte gibt, nachdem ich im Poké-Wiki nachgeschaut habe, was die Maximalwerte sind, habe ich gesehen, dass es da Fleißpunkte gibt. Ah, Level 45 hat dieses Pokémon nur. So fährt eins in der Siegestraße. Also, kein Gegner, würde ich sagen. Hätten wir eigentlich fliehen können, aber egal, was soll's. So, Eisstrahl. Eis gegen Boden. Ah, leider kein Level, aber egal. Ein Hyperball. Super. Flurzeil wäre mir lieber. Naja. Ein Duflor schon wieder. Ach, wie sie geduftet in der Zure-Höhle. Lauter Duflor. Gut, selbst wenn Duflor eine Sporenattacke verwendet, Flurk ist eh schon paralysiert. Yep, hier schon wieder, habe ich gesagt. Ach, das kann Blättertanz, nicht schlecht. Aber den Flamborf wird's nicht surviven. So, One-Hit-Kill. Vielleicht sollte man meine Top-Genesung einsetzen. Ich glaube, das mache ich sogar gleich. Top-Genesung. Ach, scheiße, jetzt habe ich mich vertippt. Und Pikachu nur 30 KP gegeben. Naja, macht nichts. Nein! Ja. Meine Steuerung war total verbuggt gerade. Hoffentlich bleibt. Hoffentlich ist es nicht wieder das in der Silbscope, dieser Bug da. Dass meine Tastatur nicht manchmal geht. Gehen, ja, geht. So, Body Slam ausnahmsweise mal. Ja, gut, es war nur ein Test der Body Slam. Ja, komm, Pikachu. Triff oder stirb. Okay, du willst sterben. Ja, dann unterstütze ich es halt, indem ich dich nicht heilen werde. Also, wenn du es normal machst, dann meine ich das ernst, ne? Hör auf damit! Hör auf, dich selbst zu verletzen! Was bist denn du für ein Typ? Ein scheiß Pikachu, das sich selber verletzt. Das habe ich noch nie gehört. So, Donnerblitz. Bam, down. Dieses Golbat ist down. Oh je, das ist ja ein reinstes Labyrinth hier in der Azuria-Höhle. Ich gehe mal diesen Weg. Hier ist sogar eine Treppe, vielleicht haben wir Glück und es ist der richtige Weg. Ah, Duflor. Soll ich speeden? Nee, ich will nicht speeden. Irgendwie ist es langweilig, aber irgendwie ist es auch auf der anderen Seite amüsant. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht langweilen euch die Kämpfe. Aber ich werde es jetzt einfach mal durchziehen. Da es ja eine unserer letzten normalen Parts ist. Solltet ihr es vielleicht genießen.
Anstatt Hater-Kommentare zu schreiben, ey, überspring doch die Köpfe, ist doch voll scheiße in diese Pokémon-Trainiererei, obwohl wir sie Liga schon geschafft haben. Vorher ist die Stürme unnötig gewesen. Na, egal. Aber ich mache es trotzdem, die... Ja, okay, Sackgasse, aber wir nehmen ein Item. Aber ich mache jetzt trotzdem die Azure-Höhle und den ganzen Pokémon. Ein Militaros, ausnahmsweise mal. Level 60, nicht schlecht. Das hat ungefähr dasselbe, was Blau hat, sogar vielleicht sogar noch stärker. Kombiniere, Blau hat seinen Rizos in der Zuhöhle gefangen. Der Hornbacher hätte uns getötet, wenn er getroffen hätte. So, down. Aber immerhin sind die Pokémon hier uns ebenwürdig. Nicht solche luschen Pokémon wie in der Siegestraße mit so 30er und ein paar 20er vielleicht noch. 30er bis 45er höchstens. So, hier ist noch ein Golbat. Level 52. Bam! Oh, down! Golbat ist down! So. Ah, hier kommen wir her von der Treppe, also von der anderen meine ich. Nicht diese, sondern die andere, ne? Ist hier vielleicht ein verstecktes Item? Ich schaue mal nach. Ach scheiße, ich wollte da nicht so, ich wollte da nur schauen und nicht gehen. Geht so raus schon wieder. Gibt's ja anscheinend in dieser Ebene häufig. Gut, dann dieser Floor. So, mal schauen, was passiert. Er benutzt Silberblick. Und wir verwenden den Megasauger, um unser Visaflor wieder aufzufrischen. Das wird ihn 100%ig killen. Vierfache Stärke, bla bla bla. Okay. Jetzt aber, ich will nichts gehen, ich will schauen. Ach, egal. Ein Rehorn. Level 50 nur. Das ist wahrscheinlich der Sohn von dem Rizos, was wir gerade gekillt haben. Und er will sich an uns rächen. Oh Mann, ich schau zu viel Dragon Ball. Piccolo rächt sich an Son Goku. Hab innerhalb von 4 Tagen alle Dragon Ball Folgen gesehen, also alle normalen Dragon Ball, also nicht Dragon Ball Sets, sondern die normalen Dragon Ball Folgen halt. Oh mein Gott, Golbat, oh mein Golbat. Oh mein Gold, nee, passt nicht. Dieser Spruch passt nicht. Und Kevin hat wieder Scheiße geredet. Kevin redet Scheiße. Ja gut, momentan ist es der einzige Weg, der führt zur Treppe. Jetzt konnte man gerade sehr viele Schritte gehen, bevor dieses Georok erschienen ist. Wäre auch gar nicht schlecht, wenn es hier Geowatts geben würde. Aber die Macher haben sich gedacht, dass sie, Folgendes gedacht. Wenn sie ein Geowatts haben wollen, dann sollen sie sich tauschen. Und so verdienen wir nämlich Geld. Indem die gezwungen werden, die Spieler sich auch noch die blaue, also eine zweite Edition zu kaufen. Und die Pokémon sich dann rübertauschen sollen. Aus dieser Weise verdienen wir auch Geld mit einem 2DS. Also, ich habe noch nie ein Pokémon in der ersten Generation getauscht. Höchstens in der zweiten. Okay, wo geht's hier lang? Zu einem wilden Pokémon. Hahaha, ein Golbat. Oh mein Gott. Ich bin Batman! Und Batman wird gedonnert! Und down! Ah ja, hier ist noch ein Item. Fluchtzeug, Fluchtzeug! Top-Belehrer, naja. Die ist so komplett verwirrend, diese Höhle. Noch viel verwirrender ist in der blauen und roten Generation. In Sandama haben wir hier sogar. Auch das Level, was rot Sandama hat. Vielleicht ein bisschen schwächer. Aha! Blau sein Pokémon meine ich. Blau hat alle seine Pokémon hier gefangen! Aha! Damit kann jeder Arsch-Champion werden, wenn man hier Pokémon fängt.
und sind ein paar Level hochtrainiert. Oh man, ich wette, der hat sie heimlich gefangen in, na, also bevor wir den, bevor wir unsere Wege getrennt haben in Alabastia, ist er auch schnell mit seinem, ist er nach Hause gegangen, hat sich ein, Flug-Pokémon geholt, ist dann nach Azuria City geflogen, hat sich diese fünf Team-Pokémon gefangen und sie trainiert. Naja, okay, nicht alle seine Team-Pokémon gibt's in der Azuria-Höhle zu fangen. Dann eben halt nur die, die man hier fangen kann, was er im Team hat. Also Sandama hatte er. Sandama, Ding, Rizoros. Und Arbok hat er keins, ne? Ich komme nicht darauf, dass er einen Arbok hat. Was hast du dir dabei gedacht, Hirn? Was hast du dir gedacht? Hirn von Kevin. Das blaue einen Arbok hat? Nee. Das sind Jesse und James. Okay, wo geht's denn hier lang? Verstecktes Item? Was zum Teufel? Ich habe mich gar nicht bewegt und es ist eins aufgetaucht. Ach, Donner hat keine AP mehr, ganz wie ich es mir dachte. Aber ich glaube, wir haben sogar einen Top-Elixier, das wir gefunden haben. So, tschüss. Na egal, gehen wir zurück. Und benutzen die Treppe. Wo sind wir hier jetzt? Ah ja, der Ort kommt mir bekannt vor, den gibt es hier auch in der blauen. Ich glaube, hier haben sie nichts verändert. Pika! Donnerblitz! Boah, gut, dass ich daran gedacht habe, den Meisterball mitzunehmen, sonst wäre man vielleicht in der Zurückhöhle gewesen. Kurz vor Mewtwo. Hens angesprochen und dann. Oh, scheiße, kein Meisterball. Warte, ist die Box überhaupt voll? Ach, das wäre jetzt bitter, wenn die Box voll wäre und wir es nicht fangen können. Das wäre echt mies. Nee, ich habe die Box ja geleert, ne? Ja, gut, ich habe sie geleert. Ach, bin ich erleichtert. Ich dachte schon, oh mein Gott, Box voll. Und er begeht Selbstmord. Selbstmordattentäter, Al-Qaida-Terrorist, Georg. Jetzt ist es aber gut mit dem KP abziehen. So. Ach komm! Chanera! Na stimmt, hier kann man Chaneras auch fangen. Kann man normalerweise nur in der Safari-Zone fangen. Aber hier auch in der Azura-Höhle. Und die haben sogar 400 KP, sogar, würde ich sagen. Ich habe mal eins gefangen. Ah, Fluchtwert nimmt zu. Na und? X-Treffer. Ja komm, willst du mich langweilen? Zack, X-Treffer. Sie schützt, oder es, ja, ich sag mal, sie zu Chanera. Sie schützt sich mit einer Lichtschildattacke. Ich wette alle Deutsch schwer. Jetzt bin ich schon wieder zu blöd zum Schwester. Jetzt habe ich es gesagt. Schwester Joy hat alle Kevin zu blöd zum Deutsch sagen. Alle Schwester Joy haben ihre Chaneras hier gefangen, will ich sagen. Ah, jetzt habe ich es richtig gesagt. Gut. Junge, Junge, was ist mit mir los? Habe ich LSD genommen oder sowas? Okay, hier kenne ich mich wieder nicht aus. Oder komm mal her, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Kann auch sein, dass ich jetzt wieder zurücklaufe. Ich fliehe immer, jetzt habe ich keine Lust mehr. Nee, scheint nicht so zu sein, als ob wir zurücklaufen würden. Oh Gott, ich kenne mich hier null aus. Blind Play für den armen Kevin. Schade, dass es hier kein Eisenschweif gibt, sonst hätte ich es Pikachu beigebracht. Gibt es erst ab der zweiten bei der Jasmin. Welche übrigens nach der schwarzen Let's Play in Pokémon Kristall. So, Surfer. Und es ist ein Kill, ganz klar, Wasser gegen Boden. Gestein, vierfach stark. Ein Top-Elixier, den wird man brauchen. Aber jetzt noch nicht. Erst wenn wir keine APs mehr haben.
So, Rihorn. Pika, ja, Pika dieselbe ein. So. Bisaflor, hoffentlich wird es dann gekillt. Weil ich will Megasaurer verwenden. Das würde unser Bisaflor sehr gut heilen, ja. Okay, sehr schön. Und sauge seine Energie ab. Okay, hier geht's nach unten. Ich glaube, es ist nicht mehr weit bis zu Mewtwo. Ein Golbat schon wieder. Ich glaube, wir setzen mal ein X, Quatsch, ein Elixier bei Pikachu ein. Ja, gut, One-Hit-Kill, also gut, machen wir es einfach mal. Top-Elixier, wo ist es? Hier ist eins, gut. Geben wir Pikachu und heim ist einfach noch, wenn wir schon dabei sind. Okay. Fliegen mich auf, diese Pokémon! Besonders diese Golbats! Diese nervigsten Pokémon ever! Nervigste ist Golbats, Platz 2 ist Zubat, Platz 3 Tentara, Platz 4 Carvalor. Und Tentoxa ist cool, also Platz 5 Tentoxa dann. Aha, hier sind sogar zwei Items. Kann auch sein, dass es ein 1-1 Elektroball ist. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Ein Top-Beleber. Und... Ah, nix. Nix. Georg. Ich weiß, was du vorhast. Du wirst Explosion einsetzen. Wenn du es sagst, dann... wenn du es machst, dann schrei ich. What the fuck. Ach gut, ich war schon, ich habe schon meine Stimme vorbereitet, so. Ah, one kill und wieder ein Heal für Bisaflor. Okay, was ist das? Ein Hyperball, waren doch zwei richtige Items. Na gut, Totox surft wieder. Jetzt gehen wir mal nach Osten. Ja, ich glaube, wir sind fast da. Ich kann Mewtwo schon riechen. Ich rieche seinen Gestank. So, Donnerblitz. Donnerblitz. Tschüss. Level 64 hat unser Pikachu schon. Nicht schlecht. So, was ist hier? Noch ein Golbat. Na gut. Mein Pikachu schadet's nicht. Im Gegenteil, er stärkt mein Pikachu. Donnerblitz! Okay. Ich bin wie ein Hund. Ich rieche den Gestank von Mewtwo. Und ich rieche einen Hyperball, den wir jetzt bekommen haben. Aber die sind unnütz, wir haben hier einen Meisterball. Nicht wahr, Golbat? Pika, ja, Pika. Ist das alles, was du sagen kannst? Pika. Ach, knapp überlebt, aber was soll's. Die nächste Attacke wird Golbat nicht überleben. Bam! Unten. Ah ja, da ist Mewtwo schon. Und hier ist auch ein Redhorn. Das soll wahrscheinlich Mewtwo bewachen. Aber dieses Redhorn wird uns nicht aufhalten. Bisaflor! Was hier Platz? Schneide dich aber bloß nicht. Ich hab dich gewarnt. Schneide dich bloß nicht. Naja, wenn ich hören will, muss fühlen. So. Mewtwo. Muss Mewtwo fangen. Habe ich mal mit dem Pokéball gefangen und so. Viele geben auch damit an, dass ihr Mewtwo mit dem Pokéball gefangen habt beim ersten Versuch und so ein Scheiß, ne? Und denken, sie wären cool. Mewtwo. Aber hier ist das Beste, Mewtwo mit einem Meisterball zu fangen. Und ihr merkt, das Level, Mewtwo hat Level 70.
Aber ich wollte gar nicht Dinge einsetzen, ich wollte einen Meisterball finden. Ich habe euch bloß vertippt. So, Meisterball! Den, was wir damals vom Präsidenten der Silpco bekommen haben. Und Mewtwo gehört uns. Für Mewtwo wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Mewtwo, Genmutant, Größe 2 Meter, Gewicht 122 Kilo. Die DNS von Mewtwo ist fast mit der von Mew identisch. Doch der Charakter unterscheidet sich erheblich. Nein, ich hab den mal Psychokiller genannt. So, jetzt müssen wir raus aus der Höhle. Ich könnte auch Karten und so im nächsten Part Mew machen. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Gut, dann holen wir uns im nächsten Part Mew. Bis dann, servus.